Hi, ich bin Kip und wir spielen mal wieder Zyto und wir gehen sofort rein ins Spiel. Zack, zack, so. Und los geht's mit... Na, mit Zyto. Welt 3. Ich muss dazu sagen, das Spiel ist jetzt schon ein paar Mal abgestürzt. Und zwar, ich habe erst gedacht, immer wenn man ein neues Level erreicht, dass es dann plötzlich abstürzt. Also es kündigt sich nichts an, es ruckelt nicht und gar nichts, es hört plötzlich auf. Aber nein, dem ist nicht so. Also das Spiel hört einfach mittendrin irgendwann auf. Manchmal sogar, naja, nicht mitten im Spiel, aber wenn man eben im Menü ist. Und man muss nicht von vorne anfangen, weil Steam ja die Punkte, den Punktestand speichert. Allerdings werden neue Levels und Welten nicht freigeschaltet, bevor man eine gewisse Anzahl von Erinnerungspunkten gesammelt hat. Und man muss wirklich, es reicht nicht die insgesamte Zahl, sondern man muss pro Spiel, so wie jetzt, pro Rätsel-Level, so wie jetzt dieses hier, alle drei Erinnerungspunkte einsammeln, bevor es weitergeht. Und das ist jetzt gar nicht so einfach. Wir haben hier auch wieder ein Portal. Wenn man das anschießt, dann geht es direkt in den Virus rein. Und diese Virusstachel, die sind richtig fies, weil wenn man bloß ein bisschen drankommt, dann ist es schon... Ah, das ist, ich glaube, das ist zu nah am Virus. Zack, ja, ouch. Und dann ja, fängt man wieder hier an. Ich weiß noch nicht, ob es noch ein weiteres Zyto-Video gibt, weil es ist schon ziemlich nervig, dass das Spiel plötzlich sich selbst beendet. Ich habe mal nachgeguckt in der Steam-Community und andere haben auch, obwohl das Spiel überwiegend positiv bewertet ist, und es ist auch wirklich schön. Also mir gefällt es von der Optik her, auch vom Thema, also so in so einer mikrobiologischen Welt, so ein Rätsel-Puzzle-Game. Und es scheint auch eine Story zu geben, weil der kleine blaue Zyto, ich glaube, dass er Zyto heißen soll, ouch, erwähnt ja immer wieder so zwischendurch random solche Fragen wie: Habe ich eine Familie? Wurde meine Welt zerstört? Ich erinnere mich an bestimmte Dinge, aber ich weiß nicht mehr genau. Also, das ist schon irgendwie interessant, aber es ist eben sehr frustrierend, so wie jetzt diese Stelle hier. Also ich mag ja Rätselspiele, ja, aber wenn man eben einfach stundenlang immer an derselben Stelle ist und einfach nicht weiterkommt, dann kann das schon irgendwann, naja, mäh werden. Und eben auch die Tatsache, dass es immer abstürzt. Ja. Wenn dieses Video on ist, ist noch ein anderes Video. Also ich werde heute zwei Videos hochladen. Also während ich jetzt hier noch spreche, das andere Video, das ist schon fertig. Aus dem neuen Format über Science-Fiction-Theorien zu Filmen, hauptsächlich Animationsfilmen, Comics, Serien und so weiter, wo eine Science-Fiction-Thematik drin enthalten ist, obwohl das Genre der Geschichte gar nicht Science-Fiction ist. Und ich finde das war jetzt auch ein Glück, dass die Filme von Pixar sehr viele Science-Fiction-Theorien oder interessante Science-Fiction-Themen beinhalten. Und das erste Video dazu, wo jetzt dann wenigstens das geschafft. Great. Level 5. Level 3 bis 6. Wird die Monster AG behandeln, beziehungsweise die Welt der Monster AG. Lasst euch da mal ein bisschen überraschen. Gerne reingucken. Ja, also. Ach, ich werde einen Link zu dem Video einfach hier in die Beschreibung packen, weil. Guckt am besten gleich rein, weil wer will hier jetzt eine halbe Stunde lang zugucken, wie Kip bei Zyto scheitert. Ah ne, ich habe drei Erinnerungspunkte gesammelt. Jawohl, saftig, knaftig. Ihr dürft auch gerne mir Titel von Filmen, von Serien, whatever schicken, ob ich irgendeine... und ich werde das dann auf eine Science-Fiction-Thematik analysieren. Die Idee dazu hatte ich, weil
die sogenannten Creepypasta, Genre oder Themen, ja, das war knapp vorbei, ja auch solche, das auch zum Thema immer wieder hat, so, ja, eine verstörende oder gruselige Seite an scheinbar harmlosen Filmen oder auch Spielen oder Serien oder Geschichten zu finden. Und ich werde eher so die, ja, die Science-Fiction, wo dahinter steckt, ein bisschen unter die Lupe nehmen. Und da dürft ihr mir gerne Sachen entweder in die Kommentare oder auf Twitter oder wo auch immer mich kontaktieren und mir das mitteilen, was ich mir da mal angucken soll. Ich mache das immer so, ich habe auch einen Blog, Kip's Laboratory auf Tumblr, und da schreibe ich den, ja, so meine Gedanken zu einem bestimmten Thema als Artikel auf dem Blog in Textform und werde das dann in einem Video verarbeiten. Also die Videos zu den Freepods über die drei beiden Herrscher ist ja auch auf dem Blog. Link ist auch in der, ist eigentlich in jeder Videobeschreibung, Kip's Laboratory bei Tumblr. Und ja, also wer da vorab vielleicht schon neugierig ist, was eventuell an Videos kommen könnte, kann ja dann da mal nachschauen, wer Lust hat zu, ouch, zu lesen. Wer keine Lust hat zu lesen, guckt sich dann eben die Videos dazu an. Ja, man sieht die Portale, das sind jetzt wieder so einmal, also Portale, wenn sie einmal benutzt sind, dann verschwinden sie. Aber das hier, das macht ja wenig Sinn, dieses Portal. Da fällt man ja dann ins Bodenlose. Und der Virus ist direkt vor dem Portal, wo uns weiterbringt. Das ist ja auch sehr fies gemacht. Man kann die großen Zellen ein bisschen verschieben, das habe ich schon mal rausgefunden. Aber es macht nicht so viel aus. Ja, und wenn man das untere Portal nutzt, dann fällt man ja auch direkt in den Virus rein. Oder geht es so? Nee. Ja, sowas hasse ich an Spielen, wenn es so ganz knapp ist. Und dann muss man mit allem nochmal von vorne anfangen. Also man muss alle Erinnerungspunkte nochmal einsammeln und muss eine ganz schwierige Stelle wieder erreichen. Das ist übrigens bei einem meiner absoluten Lieblingsspiele, so bei Ori. Ich guck mal, wie es im anderen Level aussieht. Ja, man kommt nicht weiter, bevor man die anderen Punkte nicht eingesammelt hat. Ja, hier steht's. Was my world destroyed? Ori ist ein wunderschönes Spiel. Da gibt es ja jetzt zwei Spiele. Ori and the Will of the Wisps und Ori and the Blind Forest ist die Art von Spiele, wo von der Optik und vom Style her und von der Atmosphäre her mir am besten gefällt. Und alles ist so, ja, Sachen, wo im Dunkeln leuchten und alles ein bisschen mystisch und ist und so eine Mischung aus cute und trotzdem irgendwo auch gruselig. So wie My Little Pony, ja. Little Nightmares ist auch so hat auch so einen ganz bestimmten Style, wo mir sehr gut gefällt. Aber diese Spiele sind zum Teil übelst schwer. Also, Little Nightmares habe ich noch nicht gespielt. Deswegen kann ich das jetzt nicht beurteilen. Es sieht nicht so schwer aus wie jetzt Ori. Aber Ori hat zum Teil wirklich sehr frustrierende Stellen. Und ich habe vor, das demnächst mal wieder zu spielen. Als Nightstream oder eben aufzeichnen und dann im Nightstream abspielen, weil ich möchte auch Zuschauer nicht langweilen, wenn ich dann gefühlt 2 Stunden an einer Stelle bin. Aber das sehen wir dann. Wie gesagt, ich mache ja auch viel Videos zu Spielen. Nicht, dass ich jetzt sage, so, boah, jetzt guckt, jetzt will ich ja Klicks und hier näher, sondern ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dass ich früher, wenn ich Spiel gespielt habe, wir hatten als epische Spielabende und epische Spielmomente, aber die sind eben dann nur in der Erinnerung. Und diese
Lieblingsspiele aufzuzeichnen und dann hochzuladen und zu teilen, dann ist es auch irgendwie so, dass es eben die, ja, die Erinnerung dann daran halt da ist. Ich möchte auch versuchen, auf diesem Kanal Spiele zu spielen, die genremäßig in ein Genre passen, die ungefähr in dieselbe Thematik passen. Und das werden halt hauptsächlich Science-Fiction-Spiele sein. So richtig harte Horrorspiele möchte ich nicht spielen, sondern eher, wo, wenn dann so ins Gruselige geht, aber so, ja, wie ich es nenne, ins gemütliche Gruselige. Also wie gesagt, so wie jetzt Little Nightmares oder Ori, wird meine Erinnerung zurückkommen. Ja, wenn wir es schaffen, alle zu... Ja, das ist fies. Man muss nämlich, wenn man die Level wiederholt, alle Punkte nochmal. Also es reicht jetzt nicht, jetzt zum Beispiel hier bei Level 5 einen Punkt zu sammeln und dann abzuhauen, sondern man muss alle drei auf einmal. Also man kann nicht zusätzlich. Das ist richtig fies. Und guck mal, wie... Oh, das ist so eine blöde Stelle. Ja, oben und an der Seite kann man am Bildrand noch abdopsen, aber nicht unten. Also man kann unten nicht... Nach unten fällt man dann einfach und ist weg. Ja. Also wie gesagt, Little Nightmares, das wird mich noch reizen zu spielen. Aber vorher werden die Ori-Spiele kommen. Ja, das ist ein fieses Portal. Was nützt denn das Portal dann, wenn es ins Ausführt? Ja. Ja, jetzt habe ich einen Punkt gesammelt. Und jetzt guckt mal her. Und es reicht aber nicht, man muss nämlich alle Punkte sammeln. Erinnerungspunkte. Was wird wohl die Story dahinter sein? Mein erster Gedanke war ja, wie es so angefangen hat, wie, habe ich eine Familie? Ich kann mich erinnern, als Kind habe ich das und das gemacht. Habe ich noch gedacht, sind wir vielleicht im Kopf von einem alten Menschen, der irgendeine Krankheit hat? Und, so etwas wie Demenz oder so etwas und jetzt müssen wir alle Punkte sammeln? Oder ist es wirklich eine Story, wo man sagt, naja, wenn man alle Punkte eingesammelt hat und die Erinnerung kommt dann zurück an ein Ereignis, warum wir die Erinnerung verloren haben? Das ist eben so das typische Strickmuster von einigen Horrorspielen, dass das ganze Spiel praktisch so etwas ist wie eine Rückblende auf das eigentliche Leben und eigentlich sind wir schon tot und wir müssen jetzt alles nochmal durchleben und am Ende, ja, gibt es eigentlich nichts zu gewinnen, außer dass man halt weiß, was passiert ist. Da gibt es Spiele, die sind da wirklich richtig gut auf Zack, aber manche, die, da ist die Länge eben auch unnötig in die Länge, also unnötig in die Länge gezogen. Ja, manche Portale können nur einmal benutzt werden. Das hatten wir doch vorhin schon. Ja, schlau. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, da gibt es ein Spiel, das ist so ein asiatisches Spiel. Ich glaube, kommt es aus Japan oder aus China? Ich weiß es nicht mehr genau. Und das geht stundenlang. Also da spielt man wirklich stundenlang. Da werden mit Zeitungsausschnitten und wo man zusammenpuzzeln muss und wo halt immer ein weiterer Teil nicht nur aus dem eigenen Leben, sondern auch aus dem, was passiert. Nur um im Fazit ganz zum Schluss kommt dann heraus, wir haben unsere Tochter, also ein kleines Mädchen noch, irgendwie im Bad eingeschlossen und da ist die dann gestorben und ja, und das war's dann irgendwie. Also das war dann irgendwie so das Schlussfazit. Und das finde ich dann so ein bisschen ja, also man kann auch etwas künstlich in die Länge strecken, finde ich. Also da ist in dem Spiel meiner Meinung nach, ich weiß den Titel leider nicht mehr, da ist einfach viel zu viel in dem Spiel passiert, da muss man viel zu viel machen, um dann auf so eine simple, in Anführungszeichen, Lösung zu kommen. Ja. Was auch, was mich auch einmal reizen würde, wäre so PD-Spiele. Ich glaube, PD nennt man das, wo man immer durch denselben Raum oder durch eine selbe Wohnung läuft. Und bei jedem Durchgang sich irgendetwas... Oh, geschafft! Hatte ich alle drei? Ja! Wo sich dann immer irgendwie etwas verändert und das dann immer gruseliger wird. Das wäre vielleicht noch...
was. Aber wie gesagt, ich halte eher Ausschau nach Science-Fiction-Spielen. Es fehlen bei 3 Leveln, fehlen noch. Ja. Und es reicht nicht, in dem Level einfach 1 zu sammeln und dann weiterzumachen, sondern man muss wirklich die, wo eigentlich schon da sind, nochmal einsammeln. Ja, vielen Dank. Ja, deine Welt wurde zerstört. Was soll ich jetzt sagen? Ja, Science-Fiction-Spiele werde ich halt gerne spielen. Oder ebenso Fantasy mit sanftem Horror. Also, wenn wir bei Horror schon sind, ich finde halt Filme oder auch Spiele, aber jetzt halt hauptsächlich Filme, wo es eben einfach nur darum geht, dass Menschen sterben und das möglichst grausam und alles so mit Blut und so. Also das ist meiner Meinung nach kein Horror. Das ist etwas, was nicht Angst macht und gruselig ist. Das ist einfach nur, ja, das ist eklig und verstörend, aber auf eine Art und Weise verstörend, dass man sagt so, das mag ich nicht. Ich mag eher so Sachen, wo man entweder das Gefühl hat, okay, das könnte mir auch passieren, das könnte so jeden Tag passieren, oder wo man ja so ein bisschen drüber nachdenkt, wo vielleicht auch nicht jede Frage jetzt so beantwortet wird, sondern wo es einfach irgendeine Geschehnisse als Tatsache da ist und so, und jetzt musst du dir selber ein Bild davon machen. Oder so diese Paranormal Activity Found Footage, habe ich das richtig angesprochen? Wo eben der Horror eher im Kopf passiert. Also wo man knapp vorbei ist auch daneben. Ja. So, ich glaube, wir sind gleich am Ende. Gleich stürzt es ab. Das mit dem Strom hier, das sieht so aus wie Blutkörperchen. Gibt es so ein Spiel eigentlich, wo man ein weißes Blutkörperchen spielt und muss Viren und Bakterien oder sowas bekämpfen? Das wäre mal cool. Habe ich das alle 3 geschafft? Ja! Hey, ich bin ja doch besser, wie ich dachte, aber ich glaube, es reicht trotzdem nicht. Ich guck mal nach. Ja, doch, bei 2 Leveln fehlen noch alle. Ach, sowas gibt's bestimmt. Muss ich mal Ausschau halten. Solche Blutzellen oder wo man im Körper praktisch die Blutpolizei spielt oder so. Das wäre mal. Also so ein Spiel, so wie es hier Zyto, nur eben im Körper, wo man dann ja als Blutkörperchen auf der Reise ist. Als rotes Blutkörperchen vielleicht auch. Das wäre vielleicht cool, weil, ouch, weil das ist ja dann praktisch, das macht ja im Kreislauf dann praktisch mal eine Reise quer durch den ganzen Körper. Und das dann so als Story-Game, das wäre vielleicht mal interessant. Dann ist man mal im Gehirn und guckt dann sich wie im Kino die Träume an und oder ist dann in der Leber, das ist dann sowas wie eine Chemiefabrik und so. Das, ja, ich glaube, das, sowas würde mir mal gefallen. Bionauten, Bionautics. Oder das Bioversum, nicht Universum, sondern Bioversum. Also ich glaube, das Spiel hasst mich hier ein bisschen, oder? Weil wie soll ich jetzt da unten noch dran kommen und dann noch das Portal erreichen? Ja, ne? Ja, Moment, da jetzt, obwohl... Ja, man muss die Tatsache von dieser Jelly... Dingens da, dieser weiße Batzen, wo da hängt, ausnutzen, weil das dann auch irgendwie so ein Abdops-Effekt hat. Na toll. Aber ein Punkt reicht nicht. Nee, wir haben zwar einen Punkt eingesammelt, uns fehlt einer, aber da reicht nicht. Kann man da noch... Oh je, da ist er noch mehr. Das geht nicht. Hier. Aber hier bin ich doch auch schon gewesen. Habe ich da wirklich gar keinen Erinnerungspunkt eingesammelt? Ja, und jetzt kommt man dann dahin. Zack, zack. Das sieht eigentlich gar nicht so schwer aus. Und jetzt?
Wie soll ich das Portal erreichen? Aha. Das heißt, wenn ich jetzt dieses untere rote Portal im richtigen Winkel anvisiere, dann muss ich im richtigen Winkel eigentlich am Endportal auskommen. Aber so geht's jetzt nicht. Das geht nicht. Nee. Da kriege ich nicht genug Schwung. Das ist richtig fies gemacht hier. Das ist richtig fies gemacht. Also so müsste es besser gehen und dann eben das Blaue so Aber wofür ist denn dann das obere Blaue da? Das macht ja mal gar keinen Sinn. Wenn man das erreicht, würde man beim unteren gleich direkt ins Endportal kommen. Aber das erreicht man ja niemals. Da kommt man niemals dran. Boah, ist das fies gemacht. Das ist fies gemacht. Also da hätte man irgendwie noch ein Zwischenhilfsmittel oder irgendwas machen können. Tschu! Nee. So. Und hiermit ist das Spiel schon abgestürzt. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Guckt jetzt gerne in mein neues Video rein. Sind Luca und Alberto verbannte Monster von der Monster AG Welt? Die Science Fiction von Pixar. Und bleibt neugierig. Ich weiß noch nicht, ob ich Zito weiterspiele oder nicht. Lasst euch einfach mal überraschen. Bleibt neugierig und bis zum nächsten Mal. Tschüss.